In meinem ganzen Leben bin ich nur zweimal über die Grenze gekommen. Wir können das Meer nicht sehen, einfach weil wir dazu keine Erlaubnis bekommen. Sie haben viele Kreuze und christliche Symbole zerstört. Sie haben auf Gruppen von Christen Steine geworfen, die an einer Taufe teilnahmen. Unsere Kirche ist eine Kirche der Hoffnung. Das verheißene Land, Palästina, war immer ein Schmelztiegel verschiedenster Kulturen und Religionen. Es ist das Land, wo Juden, Christen und Muslime ihre heiligen Stätten haben. Und es war immer eine Krisenregion. Hinter den Konflikten ereignet sich ein stilles Phänomen. Die Christen verlassen die Wiege ihres Glaubens. Der Staat Israel und die Palästinensergebiete werden von Christen als das heilige Land betrachtet, weil dort die wichtigen heiligen Stätten liegen. Das Christentum war bis zur arabischen Eroberung im 7. Jahrhundert eine der Hauptreligionen in der Region. Heute nach den Kriegen des letzten Jahrhunderts hat sich die Situation für die Christen geändert. Im Allgemeinen kann man in der gesamten Region feststellen, dass die christliche Bevölkerung rapide abnimmt. 1947 wurde Palästina von den Vereinten Nationen aufgeteilt. Israel, das 55% des Landes erhielt, und die Gebiete, die autonom von den Palästinensern verwaltet werden. Kämpfe brachen aus und nach 1949 wurden mehr als 700.000 palästinensische Muslime und Christen vertrieben. Nach dem Sechstagekrieg 1967 vergrößerte Israel sein Gebiet und begann mit einem Expansionsprozess, baute unter israelischer Militäraufsicht Siedlungen in den arabischen Gebieten. So stellt sich das Heilige Land heute auf der Landkarte dar. Bethlehem, wo Jesus geboren wurde, Nazareth, wo er aufwuchs, und Jerusalem, wo er starb und auferstand. In Jerusalem alleine machte 1905 die christliche Bevölkerung 25% der Bevölkerung aus. Heute sind es weniger als 2%. Nazareth, das im Gebiet des Staates Israel liegt, war vor 1948 eine Stadt mit einer eindeutig christlichen Mehrheit, etwa 60%. Heute sind nur etwa 30% der Bewohner Christen. Im 19. Jahrhundert lebten in Bethlehem 90% Christen und 10% Muslime. Heute sind es 25% Christen und 75% Muslime. Bethlehem gehört zur Westbank, einem umstrittenen Gebiet, das von Palästinensern beansprucht und bewohnt wird, jedoch von Israel militärisch kontrolliert wird. Dort, wo die palästinensischen Christen einst eine starke Minderheit waren, sind sie nur mehr 1% der Bevölkerung, eingekeilt zwischen einer wachsenden muslimischen Mehrheit und einer zunehmenden jüdischen Präsenz, die auf die prosperierenden Siedlungsprogramme Israels zurückzuführen ist. Anhand der lokalen Kirche sieht man, wie der Exodus aufgrund der schwierigen Situation in der Region anhält. Sie bewahren immer noch im kollektiven Bewusstsein die Erfahrung mit Jesus. Deshalb ist diese Gemeinde auch als Minderheit sehr wichtig für die gesamte Kirche. Unsere Christen sind eine Minderheit in einem doppelten Sinn. Es ist das erste Mal in der Geschichte, dass eine christliche Gemeinschaft unter einer Mehrheit von Muslimen und Juden lebt. Deshalb ist unser Leben aktuell nicht einfach. Wenn christliche Pilger aus der ganzen Welt die Orte der Geburt Christi, seines Sterbens und seiner Auferstehung besuchen, erleben sie diese Trennung durch eine Betonmauer. 2002 begann die israelische Regierung mit dem Bau der 670 Kilometer langen Sperranlage, die zeitweise bis zu 8 Meter hoch ist. Aus offizieller israelischer Sicht soll er Selbstmordattentäter hindern, nach Israel zu gelangen. Dadurch sind über 200.000 Palästinenser von sozialen Leistungen, Schulen, ihren Arbeitsplätzen und Gotteshäusern abgeschnitten. Nach Jerusalem kommt man durch 7 Tore. Wir Palästinenser können nur durch 2 Tore hineingelangen.
Der Rest ist für die Juden oder die Bürger Israels oder diejenigen, die hier auf unserem Land in den jüdischen Siedlungen wohnen. Sie haben ihre eigenen Straßen und eigenen Kontrollstellen. Die Kirchen haben eine Liste von Gläubigen, die sie den israelischen Behörden vorlegen. Sie wiederum selektieren Menschen, die noch nie mit dem Gesetz in Konflikt waren. Nicht nur sie, sogar ihre Familien. Es wäre doch nicht schlimm, wenn die Christen automatisch eine Erlaubnis bekämen, die kirchlichen Feiertage außerhalb zu feiern. Meine Kinder kennen Jerusalem nicht. Als wir um Pässe angesucht haben, hat nur meine Tochter einen bekommen, die Jungs und ich nicht. Und dann, was? Sollen wir uns durchschleichen? Dann haben wir aufgegeben. Bei seinem Besuch im Heiligen Land 2014 hielt Papst Franziskus seinen Wagen an, um an der Mauer zu beten. Es war eine Geste, die auf einer Linie liegt mit den Ausführungen von Erzbischof Bernardito Auza, einem ständigen Beobachter des Vatikans bei der UNO. Israel hat eine wirkliche und legitime Sorge für seine Sicherheit. Aber diese Sicherheit wird nicht entstehen, wenn man sich von den Nachbarn isoliert. Vielmehr, wenn man ein Teil davon wird, durch einen ausgehandelten Frieden mit den Palästinensern und durch die Umsetzung einer Zwei-Staaten-Lösung, die vom Heiligen Stuhl und der internationalen Gemeinschaft unterstützt wird. Ich glaube, dass nicht nur die wirtschaftlichen Dinge eine große Auswirkung haben, vielmehr die Abschottung und Beschränkung der persönlichen Freiheit. Wir können nur einen Weg gehen und wir werden gezwungen, diesen Weg zu gehen und keinen anderen. Ich kann nach Jerusalem, das nur 7 Kilometer von hier entfernt ist, nur 2-mal im Jahr kommen. Ich möchte nicht nur die Stadt besuchen. Das Problem ist vielmehr, dass in Jerusalem eine Menge Institutionen und Krankenhäuser sind, die es hier nicht gibt. Ich weiß von einem Fall, wo die Mutter eines Priesters immer zur Dialyse in ein Krankenhaus in Jerusalem fuhr. Auf dem Heimweg war da ein israelischer Kontrollposten. Sie war nach der Dialyse sehr müde und sie zeigte dem Soldaten all ihre medizinischen Berichte. Er aber ließ sie nicht gehen. Sie starb dort, am Checkpoint. Die Christen bekommen ihre Durchgangsbewilligung für einen Monat, die Muslime für 2-3 Monate. Die Christen denken, dass so gegen die Christen gearbeitet wird, um uns zu verjagen. Und das wird geschehen. Langsam, aber sicher wird das so sein. Die sich zunehmend verschlechternde Situation für Palästinenser wird vor allem durch die immer größere Welle von jüdischen Siedlern auf palästinensischem Boden ausgelöst. Heute leben über 500.000 Juden in den mehr als 100 Siedlungen, die seit der Okkupation der Westbank und Ostjerusalems 1967 gebaut wurden. Die staatliche Förderung ist 2-mal höher als in Tel Aviv oder Jerusalem. Für die Palästinenser bedeutet das, dass ihre Häuser abgerissen, ganze Familien deportiert werden und man ihnen ihr Land wegnimmt. So gehören ganze 13% des Gebietes von Bethlehem noch Palästinensern. Es gibt da drüben eine Sicherheitszone. Es ist verboten, diese zu betreten, denn es ist der Zaun für die Siedler. Sie suchen nach Spuren auf dem Boden. Alles wird von einer Kamera beobachtet. Das alles ist das Land Palästina. Es gibt Äcker, wo Limonen, Datteln und Thymian wachsen. Wir haben alles Land verloren. Die Behörden geben ihnen alles. Sie bauen ihnen Häuser und Wohnungen und bringen sie hierher. Wir haben einen Freund, der bei Hebron lebt. Seine Familie hatte viel Land. Sie hatten Grapefruits und viele andere Früchte. Heute ist davon nichts übrig. Auf dem Land, wo früher Grapefruits und andere Früchte wuchsen, steht jetzt eine riesige jüdische Siedlung. Und wo soll man sich beschweren? Eine weitere enorme Schwierigkeit für alle Palästinenser ist die von Israel verhängte Rationierung von Strom und Wasser.
Heute sind es schon 20 Tage, seitdem wir kein Wasser haben. Bevor mein Vater starb, grub er einen tiefen Brunnen, genug für uns, um zu duschen. Vor dem Haus aber gibt es eine Dürre und unsere Pflanzen verdorrten. Die Tanks mit Wasser zu füllen ist teuer und die Tanks sind nicht sauber. Wir wollen kein Risiko eingehen. Ohne Wasser zu leben ist schwer und das passiert immer wieder. Beim Strom ist es das Gleiche und Palästinenser dürfen keine Generatoren haben. Wir haben eine hohe Rechnung und wir haben viele Schulden. Ein weiteres Phänomen, unter dem die Christen leiden, ist die Gewalt. Für uns sind die Siedler eine Bedrohung. Sie attackieren uns. Sie erlauben uns nicht, auf unsere Felder zu gehen. Sie verbrennen unsere Olivenbäume. In vielen Orten bedrohen sie palästinensische Bürger und schießen sogar auf sie. Nach einem Bericht des Amtes für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten der UNO haben sich die Angriffe auf christliche Versammlungsorte von 2006 bis 2014 vervierfacht. Aktuell sind die jüdischen Siedler die gefährlichste Gruppe. Sie haben eine Gruppe mit dem Namen Tagmehir gegründet. Das bedeutet, ihr bezahlt den Preis. Gemäß ihrer Tradition ist unsere Anwesenheit für sie inakzeptabel. Sie schmieren Graffiti auf Häuser und Autos. Sie haben viele Kreuze und christliche Symbole zerstört. Auf der anderen Seite der Mauer in Bethlehem zerstörte am 26. September 2015 ein Feuer den alten Flügel des maronitischen Klosters vom heiligen Charbel und verursachte schwere Schäden am Gebäude. Nach ersten Voruntersuchungen steht fest, dass es Brandstiftung war. Das gaben Polizeibehörden und das maronitische Patriarchat in Jerusalem bekannt. Die Behörden haben nicht genug getan, um es zu verhindern, um die Verantwortlichen ausfindig zu machen, sie anzuklagen und vor Gericht zu bringen. Nicht nur die Gewalt gegen Christen und andere Minderheiten wird selten bestraft. Auch das Militär beobachtet die Dörfer, wo Christen wohnen, genau. Es ist vielmehr ein Teil der Sicherheitspolitik, die Israel verfolgt. Es gibt eine zunehmende Zahl von Verhaftungen unter den Palästinensern. Zu jeder Tages- und Nachtzeit suchen die Juden nach jemandem. Sie kommen in die Städte von Palästina mit ihren Jeeps, ihren Autos. Sie nehmen jeden mit, den sie wollen, dann sind sie weg und keiner hat ein Recht zu protestieren. Eine der dramatischsten Entwicklungen ist der Missbrauch bei Kindern. In den letzten 12 Jahren hat Israel über 7500 palästinensische Kinder festgenommen und inhaftiert. Das ist auch in meiner Familie passiert. Sie haben zwei meiner Brüder zu Hause festgenommen. Sie haben sie ohne Grund mitgenommen, nur weil sie eine Bedrohung für den Staat Israel waren, haben sie gesagt. Sie waren 2 Jahre ihres Lebens im Gefängnis. Und mein kleiner Bruder war 16 Jahre alt, ein Kind. Sie haben ihn ins Gefängnis gesteckt. In den Inhaftierungslagern Israels gibt es mehr als 6000 Palästinenser. Sie sind oft schwer krank. Sie sterben in den israelischen Gefängnissen.
Niemand kann das verhindern. Die moderne, demokratische Welt, die wir kennen, Europa und die Vereinigten Staaten, schweigt dazu. Die Verletzung der Rechte der Palästinenser wirkt sich täglich auf das Überleben der palästinensischen Familien aus. Das Jahrespro-Kopf-Einkommen in den palästinensischen Gebieten liegt bei $2.000, in Israel bei $28.000. Die Arbeitslosenrate liegt bei 30%, in Israel bei nur 5%. Bevor es die palästinensische Autonomie gab, fuhr ich mit dem Auto zu einer Baustelle, wo ich $99 verdiente. Jetzt komme ich dort nicht mehr hin, denn es gibt die Mauer. Wenn man Zigaretten kauft, dann kosten sie einen Tag 10 Schekel und am anderen 21. Wir werden von beiden Seiten ausgenommen. Weil die palästinensischen Christen jeglicher Arbeitsmöglichkeit, des Geldes und der Hoffnung auf ein besseres und menschenwürdigeres Leben beraubt sind, verlassen sie das Land ihrer Vorfahren. Im Einkaufszentrum von Bethlehem stehen viele Läden leer. Die aggressive Militärkontrolle der Palästinensergebiete, der Bau der Mauer, ungerechtfertigte Verhaftungen, hohe Arbeitslosigkeit und die nahezu tägliche Gewalt haben zu einem Klima der Angst geführt und vielfach zu Traumata in den Familien. Besonders die christlichen Familien haben ihre Arbeit verloren. Weil sie die Hoffnung auf eine bessere Zukunft verloren haben, haben sie Selbstmord begangen. Das war tragisch. Sie greifen nach Alkohol und Drogen. Deshalb werden die Kinder geschlagen und von ihren wütenden Eltern angegriffen. Die Eltern wissen nicht, was sie mit diesen Kindern tun sollen. Sie sind die ganze Zeit zu Hause. Sie wissen nichts, mit ihrem Leben anzufangen. Auch hier unternimmt die Kirche alles, um Hilfe zu leisten. In den Pfarrzentren und speziellen Hilfseinrichtungen erhalten die Kinder materielle, schulische und spirituelle Unterstützung. Wir spüren, dass wir hier eingreifen müssen, um den Witwen und Kindern in Armut zu helfen. Besonders, wenn es in der Familie Alkohol- oder Drogensucht oder Ähnliches gibt. Wir versuchen, den Kindern zu helfen. Wir holen sie aus ihrem Haus und arbeiten mit ihnen in zwei Gruppen. Eine Gruppe sind die, die hier in unserem Haus leben. Die andere Gruppe sind die Kinder, denen wir nach der Schule helfen. Sie gehen dann nach Hause. Sie haben noch Vater und Mutter. Das Feedback ist gut. Und wissen Sie warum? Weil sie immer wieder zurückkommen. Etwa 60% der Christen in Palästina sind junge Menschen unter 18 Jahren. Sehr oft sind es Kinder, die für das Einkommen der Familie sorgen, meist durch schwere körperliche Arbeit. In einer solchen Umgebung voll Stress, sowohl zu Hause wie auf der Straße, organisiert die katholische Kirche Freizeit. Tausende unserer christlichen Jugendlichen sind Pfadfinder, wo sie eine gute Ausbildung nach deren Prinzipien erhalten. Und wir, das lateinische Patriarchat, haben ihnen ein Stück Land gegeben, damit sie ein Zentrum bauen können mit der Möglichkeit für Zelt-Sommercamps für die Jugendlichen. Die Emigration von jungen Leuten ist eine weitere Herausforderung, besonders für die Christen. Wenn unsere Studenten im Ausland studieren, dann sind sie brillant. Wenn sie dann zurückkommen, dann finden sie keine Arbeit, die ihren Talenten und Gaben entspricht.
Deshalb sind sie versucht, in die Länder zurückzugehen, wo sie studiert haben. So verlieren wir die Elite der Elite, die Besten von unseren jungen Menschen. Die jungen Leute wollen eine Zukunft aufbauen. Deshalb müssen sie über Heirat nachdenken, über ein Haus, ihre Arbeit, einen Job finden. Sie können auf ihrem eigenen Land kein Haus bauen. Denn ein Haus, das ohne Erlaubnis Israels gebaut wird, wird von den Bulldozern zerstört. Und deshalb werden sie darüber nachdenken, dieses Land zu verlassen. Ansteigende Arbeitslosigkeit und das wirtschaftliche Ausbluten der besetzten Palästinensergebiete führt zu einem starken Rückgang der palästinensischen Wirtschaft. Geschätzte 26% der Palästinenser leben in Armut. Besonders in den ländlichen Regionen sind es mehr als 38%. Manche überleben einfach nur dank der wichtigen Arbeit der örtlichen Kirche. Wir versuchen, mit neuen Projekten und Aktivitäten neue Arbeitsmöglichkeiten zu schaffen. Einen Job für jedermann in Palästina, besonders für die Christen, die eine Minderheit sind. Auf der anderen Seite der Mauer gibt es viele christliche Familien, mehr als wir erwartet haben, und diese sind fast völlig verlassen. Als Reaktion auf die hohe Arbeitslosigkeit hat Pfarrer Raed 2001 die Olivenzweig-Stiftung gegründet. Er fing an, Mikroprojekte in der ganzen Welt zu unterstützen. Der Gewinn geht an die ärmsten Familien, die besonders unter der politischen und wirtschaftlichen Situation des Landes leiden, als Unterstützung für die Ausbildung der Kinder. Der Gewinn geht auch an das vor kurzem errichtete Seniorenheim in Taipeh, einem Dorf, das zu 100% christlich ist. Was wir hier haben, sind fast ausschließlich Produkte aus Taipeh. Das ist ein Modell der Friedenslampe mit dem Kreuz vom Heiligen Land, zwei Olivenzweigen und das Wort Friede in 10 Sprachen. Pfarrer Raed hat auch einen internationalen Gebetsaufruf für Frieden im Heiligen Land gestartet. Die Friedenslampen-Initiative, die zum Ziel hat, die keramische Friedenslampe in mehr als 100.000 Kirchen in der ganzen Welt zu bringen, um für den Frieden zu beten, bietet 18 Personen einen Arbeitsplatz in Taipeh. Unter den palästinensischen Christen gibt es auch einige, die es trotz der Schwierigkeiten geschafft haben, ihren Familienbetrieb über Generationen am Leben zu erhalten. Sie bleiben ganz bewusst hier und führen trotz der schwierigen Situation das fort, was ihre Vorfahren begonnen haben. Ich wurde in eine sehr gläubige Familie geboren. Unsere Eltern lehrten uns, stark im Glauben zu stehen. Hier, auf diesem Grund, eröffnete mein Großvater 1927 ein Geschäft nahe der Geburtskirche. Er war die erste Generation im Geschäft. Dann kam mein Vater, die zweite Generation. Und ich bin jetzt die dritte Generation. Ich bin verheiratet und habe ein Kind. Und ich hoffe, dass er die vierte Generation wird, selbst wenn wir hier mit vielen Schwierigkeiten leben. Unter den palästinensischen Christen, die gegangen sind, träumen viele davon, in ihre Heimat zurückzukehren, die ihnen durch die Schaffung des Staates Israel weggenommen wurde. Und manche kommen zurück und bringen Hoffnung mit. Als ich 19 war, entschied ich mich, nach Italien zu gehen, um weiter zu studieren. Aber tief in meinem Inneren fühlte ich den Willen und das Verlangen, in meine Heimat zurückzukehren. Nach Bethlehem, wo ich geboren bin und auch Jesus geboren ist. Ich möchte, dass meine Kinder Arabisch lernen und im Heiligen Land leben und in dieselbe Schule gehen wie ich. Wenn ich zum Checkpoint mit meiner Familie komme, dann können meine Frau und die Kinder durch. Nur ich werde nach einer Erlaubnis gefragt. Ich möchte so gerne meiner Frau den See Genezareth und Nazareth zeigen, aber wir sind gezwungen, hier zu bleiben.
trotz der Schwierigkeiten, trotzdem wir keine Freiheit wie in Italien genießen. Wir wollen noch weiter, noch mehr. Warum? Weil man in 10 Jahren keine Christen mehr hier finden wird, an dem Ort, wo der Herr Jesus geboren wurde. Wir werden ein wenig leiden und Opfer bringen müssen und weitermachen. Das fühle ich tief in meinem Herzen. Ich persönlich möchte Computerprogrammierer werden. Damit ich nach dem Abschluss wieder zurückkommen und mein Land aufbauen kann. Ich studiere hier in Palästina. Ich studiere Wirtschaft. Und auch ich will diesem Land dienen. So Gott will, werde ich nach dem Abschluss unseren Leuten in ihren Nöten mit meiner Spezialisierung helfen. Das liegt uns im Blut. Das ist unsere Heimat. Wir können sie nicht verlassen. Ich fühle mich sicher in diesem Land. Selbst wenn wir gehen, wir werden zurückkommen. Das ist unser Land. Wir lieben es. Wir sagen ihnen, dass es das Land des Kreuzes ist, das Land Jesu. Wir müssen unser Kreuz tragen, auf uns nehmen, wie es Jesus tat. Wenn dich jemand auf die rechte Wange schlägt, halt ihm auch die andere hin. Das versuchen wir zu lernen und zu leben und mit den Leiden der Menschen zu leben. Nach all den Morden, die von Israel begangen wurden, wird kein Friede und keine Liebe in der Welt herrschen, ohne das Gebet. Das Gebet ist die Quelle von allem und die Hoffnung für den gegenwärtigen Glauben. Ich erkenne immer mehr, dass wir ohne Hoffnung nicht leben können. Wir sehen einander nicht, wenn wir zu Hause sitzen, nicht wissend, wann der Tod kommt. In diesem Moment brauchen wir Hoffnung. Das ist das Einzige, was wir haben. Meine Hoffnung ist die Jugend. Die jungen palästinensischen Christen leben ein wenig abseits von Gott. Sie brauchen Menschen, die ihnen nahe sind. Menschen, die sich ihrer alltäglichen Probleme annehmen. Obwohl die Hoffnung auf eine bessere Zukunft bei den Christen liegt, die vor Ort bleiben, so kommt die Kraft zur Entscheidung und die Ermutigung zu bleiben durch die Unterstützung der universalen Kirche. Vergesst das Heilige Land nicht. Betet für das Heilige Land. Liebt das Heilige Land. Alle Christen werden im Grunde von der Kirche geboren, der Mutter Jerusalem. Wenn ihr hierher als Pilger kommt, dann ist das natürlich gut für euch. Gleichzeitig aber tut ihr uns Gutes, uns, den Christen im Heiligen Land. Wir erwarten euch, die Pilger, in großer Zahl. Dass ihre Häuser abgerissen, ganze Familien deportiert werden und man ihnen ihr Land wegnimmt. So gehören ganze 13% des Gebietes von Bethlehem noch Palästinensern. Es gibt da drüben eine Sicherheitszone. Es ist verboten, diese zu betreten, denn es ist der Zaun für die Siedler. Sie suchen nach Spuren auf dem Boden.
Alles wird von einer Kamera beobachtet. Das alles ist das Land Palästina. Es gibt Äcker, wo Limonen, Datteln und Thymian wachsen. Wir haben alles Land verloren. Die Behörden geben ihnen alles. Sie bauen ihnen Häuser und Wohnungen und bringen sie hierher. Wir haben einen Freund, der bei Hebron lebt. Seine Familie hatte viel Land. Sie hatten Grapefruits und viele andere Früchte. Heute ist davon nichts übrig. Auf dem Land, wo früher Grapefruits und andere Früchte wuchsen, steht jetzt eine riesige jüdische Siedlung. Und wo soll man sich beschweren? Eine weitere enorme Schwierigkeit für alle Palästinenser ist die von Israel verhängte Rationierung von Strom und Wasser. Heute sind es schon 20 Tage, seitdem wir kein Wasser haben. Bevor mein Vater starb, grub er einen tiefen Brunnen, genug für uns, um zu duschen. Vor dem Haus aber gibt es eine Dürre und unsere Pflanzen verdorrten. Die Tanks mit Wasser zu füllen ist teuer und die Tanks sind nicht sauber. Wir wollen kein Risiko eingehen. Ohne Wasser zu leben ist schwer und das passiert immer wieder. Beim Strom ist es das Gleiche und Palästinenser dürfen keine Generatoren haben. Wir haben eine hohe Rechnung und wir haben viele Schulden. Ein weiteres Phänomen, unter dem die Christen leiden, ist die Gewalt. Für uns sind die Siedler eine Bedrohung. Sie attackieren uns. Sie erlauben uns nicht, auf unsere Felder zu gehen. Sie verbrennen unsere Olivenbäume. In vielen Orten bedrohen sie palästinensische Bürger und schießen sogar auf sie. Nach einem Bericht des Amtes für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten der UNO haben sich die Angriffe auf christliche Versammlungsorte von 2006 bis 2014 vervierfacht. Er fing an, Mikroprojekte in der ganzen Welt zu unterstützen. Der Gewinn geht an die ärmsten Familien, die besonders unter der politischen und wirtschaftlichen Situation des Landes leiden, als Unterstützung für die Ausbildung der Kinder. Der Gewinn geht auch an das vor kurzem errichtete Seniorenheim in Taipei, einem Dorf, das zu 100% christlich ist. Was wir hier haben, sind fast ausschließlich Produkte aus Taipei. Das ist ein Modell der Friedenslampe mit dem Kreuz vom Heiligen Land. Zwei Olivenzweigen und das Wort Friede in 10 Sprachen. Pfarrer Reit hat auch einen internationalen Gebetsaufruf für Frieden im Heiligen Land gestartet. Die Friedenslampen-Initiative, die zum Ziel hat, die keramische Friedenslampe in mehr als 100.000 Kirchen in der ganzen Welt zu bringen, um für den Frieden zu beten, bietet 18 Personen einen Arbeitsplatz in Taipei. Unter den palästinensischen Christen gibt es auch einige, die es trotz der Schwierigkeiten geschafft haben, ihren Familienbetrieb über Generationen am Leben zu erhalten. Sie bleiben ganz bewusst hier und führen trotz der schwierigen Situation das fort, was ihre Vorfahren begonnen haben. Ich wurde in eine sehr gläubige Familie geboren. Unsere Eltern lehrten uns, stark im Glauben zu stehen. Hier, auf diesem Grund, eröffnete mein Großvater 1927 ein Geschäft nahe der Geburtskirche. Er war die erste Generation im Geschäft. Dann kam mein Vater, die zweite Generation. Und ich bin jetzt die dritte Generation. Ich bin verheiratet und habe ein Kind. Und ich hoffe, dass er die vierte Generation wird, selbst wenn wir hier mit vielen Schwierigkeiten leben. Unter den palästinensischen Christen, die gegangen sind, träumen viele davon, in ihre Heimat zurückzukehren, die ihnen durch die Schaffung des Staates Israel weggenommen wurde. Und manche kommen zurück und bringen Hoffnung mit. Als ich 19 war, entschied ich mich, nach Italien zu gehen, um weiter zu studieren. Aber tief in meinem Inneren fühlte ich den Willen und das Verlangen,
in meine Heimat zurückzukehren. Nach Bethlehem, wo ich geboren bin und auch Jesus geboren ist. Ich möchte, dass meine Kinder Arabisch lernen und im Heiligen Land leben und in dieselbe Schule gehen wie ich. Wenn ich zum Checkpoint mit meiner Familie komme, dann können meine Frau und die Kinder durch. Nur ich werde nach einer Erlaubnis gefragt. Ich möchte so gerne meiner Familie... Zwischen einer wachsenden muslimischen Mehrheit und einer zunehmenden jüdischen Präsenz, die auf die prosperierenden Siedlungsprogramme Israels zurückzuführen ist. Anhand der lokalen Kirche sieht man, wie der Exodus aufgrund der schwierigen Situation in der Region anhält. Sie bewahren immer noch im kollektiven Bewusstsein die Erfahrung mit Jesus. Deshalb ist diese Gemeinde auch als Minderheit sehr wichtig für die gesamte Kirche. Unsere Christen sind eine Minderheit in einem doppelten Sinn. Es ist das erste Mal in der Geschichte, dass eine christliche Gemeinschaft unter einer Mehrheit von Muslimen und Juden lebt. Deshalb ist unser Leben aktuell nicht einfach. Wenn christliche Pilger aus der ganzen Welt die Orte der Geburt Christi, seines Sterbens und seiner Auferstehung besuchen, erleben sie diese Trennung durch eine Betonmauer. 2002 begann die israelische Regierung mit dem Bau der 670 Kilometer langen Sperranlage, die zeitweise bis zu 8 Meter hoch ist. Aus offizieller israelischer Sicht soll er Selbstmordattentäter hindern, nach Israel zu gelangen. Dadurch sind über 200.000 Palästinenser von sozialen Leistungen, Schulen, ihren Arbeitsplätzen und Gotteshäusern abgeschnitten. Nach Jerusalem kommt man durch 7 Tore. Wir Palästinenser können nur durch 2 Tore hineingelangen. Der Rest ist für die Juden oder die Bürger Israels oder diejenigen, die hier auf unserem Land in den jüdischen Siedlungen wohnen. Sie haben ihre eigenen Straßen und eigenen Kontrollstellen. Die Kirchen haben eine Liste von Gläubigen, die sie den israelischen Behörden vorlegen. Sie wiederum selektieren Menschen, die noch nie mit dem Gesetz in Konflikt waren. Nicht nur sie, sogar ihre Familien. Es wäre doch nicht schlimm, wenn die Christen automatisch eine Erlaubnis bekämen, die kirchlichen Feiertage außerhalb zu feiern. Meine Kinder kennen Jerusalem nicht. Als wir um Pässe angesucht haben, hat nur meine Tochter einen bekommen, die Jungs und ich nicht. Und dann, was? Sollen wir uns durchschleichen? Dann haben wir aufgegeben. Bei seinem Besuch im Heiligen Land 2014 hielt Papst Franziskus seinen Wagen an, um an der Mauer zu beten. Es war eine Geste, die auf einer Linie liegt mit den Ausführungen von Erzbischof Bernardito Auza, einem ständigen Beobachter des Vatikans bei der UNO. Israel hat eine wirkliche und legitime Sorge für seine Sicherheit, aber dieses Gebiet und begann mit einem Expansionsprozess, baute unter israelischer Militäraufsicht Siedlungen in den arabischen Gebieten. So stellt sich das Heilige Land heute auf der Landkarte dar. Bethlehem, wo Jesus geboren wurde, Nazareth, wo er aufwuchs, und Jerusalem, wo er starb und auferstand. In Jerusalem alleine machte 1905 die christliche Bevölkerung 25% der Bevölkerung aus. Heute sind es weniger als 2%. Nazareth, das im Gebiet des Staates Israel liegt, war vor 1948 eine Stadt mit einer eindeutig christlichen Mehrheit, etwa 60%. Heute sind nur etwa 30% der Bewohner Christen. Im 19. Jahrhundert lebten in Bethlehem 90% Christen und 10% Muslime. Heute sind es 25% Christen und 75% Muslime. Bethlehem gehört zur Westbank, einem umstrittenen Gebiet, das von Palästinensern beansprucht und bewohnt wird, jedoch von Israel militärisch kontrolliert wird. Dort, wo die palästinensischen Christen einst eine starke Minderheit waren, sind sie nur mehr 1% der Bevölkerung, eingekeilt zwischen einer wachsenden muslimischen Mehrheit und einer zunehmenden jüdischen Präsenz, die auf die prosperierenden Siedlungsprogramme Israels zurückzuführen ist.
Anhand der lokalen Kirche sieht man, wie der Exodus aufgrund der schwierigen Situation in der Region anhält. Sie bewahren immer noch im kollektiven Bewusstsein die Erfahrung mit Jesus. Deshalb ist diese Gemeinde auch als Minderheit sehr wichtig für die gesamte Kirche. Unsere Christen sind eine Minderheit in einem doppelten Sinn. Es ist das erste Mal in der Geschichte, dass eine christliche Gemeinschaft unter einer Mehrheit von Muslimen und Juden lebt. Deshalb ist unser Leben aktuell nicht einfach. Wenn christliche Pilger aus der ganzen Welt die Orte der Geburt Christi, seines Sterbens und seiner Auferstehung besuchen, erleben sie diese Trennung durch eine Betonmauer. 2002 begann die israelische Regierung mit dem Bau der 670 Kilometer langen Sperranlage, die zeitweise bis zu 8 Meter hoch ist. Aus offizieller israelischer Sicht soll er Selbstmordattentäter hindern, nach Israel zu gelangen. Dadurch sind über 200.000 Palästinenser von sozialen Leistungen, Schulen, ihren Arbeitsplätzen und Gotteshäusern abgeschnitten. Nach Jerusalem kommt man durch 7 Tore. Wir Palästinenser können nur durch 2 Tore hineingelangen. Der Rest ist für die Juden oder die Bürger Israels oder diejenigen, die hier auf unserem Land. Dadurch sind über 200.000 Palästinenser von sozialen Leistungen, Schulen, ihren Arbeitsplätzen und Gotteshäusern abgeschnitten. Nach Jerusalem kommt man durch 7 Tore. Wir Palästinenser können nur durch 2 Tore hineingelangen. Der Rest ist für die Juden oder die Bürger Israels oder diejenigen, die hier auf unserem Land in den jüdischen Siedlungen wohnen. Sie haben ihre eigenen Straßen und eigenen Kontrollstellen. Die Kirchen haben eine Liste von Gläubigen, die sie den israelischen Behörden vorlegen. Sie wiederum selektieren Menschen, die noch nie mit dem Gesetz in Konflikt waren. Nicht nur sie, sogar ihre Familien. Es wäre doch nicht schlimm, wenn die Christen automatisch eine Erlaubnis bekämen, die kirchlichen Feiertage außerhalb zu feiern. Meine Kinder kennen Jerusalem nicht. Als wir um Pässe angesucht haben, hat nur meine Tochter einen bekommen, die Jungs und ich nicht. Und dann, was? Sollen wir uns durchschleichen? Dann haben wir aufgegeben. Bei seinem Besuch im Heiligen Land 2014 hielt Papst Franziskus seinen Wagen an, um an der Mauer zu beten. Es war eine Geste, die auf einer Linie liegt mit den Ausführungen von Erzbischof Bernardito Auza, einem ständigen Beobachter des Vatikans bei der UNO. Israel hat eine wirkliche und legitime Sorge für seine Sicherheit. Aber diese Sicherheit wird nicht entstehen, wenn man sich von den Nachbarn isoliert. Vielmehr, wenn man ein Teil davon wird, durch einen ausgehandelten Frieden mit den Palästinensern und durch die Umsetzung einer Zwei-Staaten-Lösung, die vom Heiligen Stuhl und der internationalen Gemeinschaft unterstützt wird. Ich glaube, dass nicht nur die wirtschaftlichen Dinge eine große Auswirkung haben, vielmehr die Abschottung und Beschränkung der persönlichen Freiheit. Wir können nur einen Weg gehen und wir werden gezwungen, diesen Weg zu gehen und keinen anderen. Ich kann nach Jerusalem, das nur 7 Kilometer von hier entfernt ist, nur 2-mal im Jahr kommen. Ich möchte nicht nur die Stadt besuchen. Das Problem ist vielmehr, dass in Jerusalem eine Menge Institutionen und Krankenhäuser sind, die es hier nicht gibt. Ich weiß von einem Fall, wo die Mutter eines Priesters immer zur Dialyse in ein Krankenhaus in Jerusalem fuhr. Auf dem Heimweg war da ein israelischer Kontrollposten. Sie war nach der Dialyse sehr müde und sie zeigte dem Soldaten all ihre medizinischen Berichte. Er aber ließ sie nicht gehen. Sie starb dort, am Checkpoint. Die Christen bekommen ihr... In den Inhaftierungslagern Israels gibt es mehr als 6.000 Palästinenser. Sie sind oft schwer krank. Sie sterben in den israelischen Gefängnissen. Niemand kann das verhindern.
Die moderne, demokratische Welt, die wir kennen, Europa und die Vereinigten Staaten, schweigt dazu. Die Verletzung der Rechte der Palästinenser wirkt sich täglich auf das Überleben der palästinensischen Familien aus. Das Jahres-Pro-Kopf-Einkommen in den palästinensischen Gebieten liegt bei 2.000 Dollar, in Israel bei 28.000 Dollar. Die Arbeitslosenrate liegt bei 30%, in Israel bei nur 5%. Bevor es die palästinensische Autonomie gab, fuhr ich mit dem Auto zu einer Baustelle, wo ich 99 Dollar verdiente. Jetzt komme ich dort nicht mehr hin, denn es gibt die Mauer. Wenn man Zigaretten kauft, dann kosten sie einen Tag 10 Schekel und am anderen 21. Wir werden von beiden Seiten ausgenommen. Weil die palästinensischen Christen jeglicher Arbeitsmöglichkeit, des Geldes und der Hoffnung auf ein besseres und menschenwürdigeres Leben beraubt sind, verlassen sie das Land ihrer Vorfahren. Im Einkaufszentrum von Bethlehem stehen viele Läden leer. Die aggressive Militärkontrolle der Palästinensergebiete, der Bau der Mauer, ungerechtfertigte Verhaftungen, hohe Arbeitslosigkeit und die nahezu tägliche Gewalt haben zu einem Klima der Angst geführt und vielfach zu Traumata in den Familien. Besonders die christlichen Familien haben ihre Arbeit verloren. Weil sie die Hoffnung auf eine bessere Zukunft verloren haben, haben sie Selbstmord begangen. Das war tragisch. Sie greifen nach Alkohol und Drogen. Deshalb werden die Kinder geschlagen und von ihren wütenden Eltern angegriffen. Die Eltern wissen nicht, was sie mit diesen Kindern tun sollen. Sie sind die ganze Zeit zu Hause. Sie wissen nichts, mit ihrem Leben anzufangen. Auch hier unternimmt die Kirche alles, um Hilfe zu leisten. In den Pfarrzentren und speziellen Hilfseinrichtungen erhalten die Kinder materielle, schulische und spirituelle Unterstützung. Wir spüren, dass wir hier eingreifen müssen, um den Witwen und Kindern in Armut zu helfen. Besonders, wenn es in der Familie Alkohol- oder Drogensucht oder Ähnliches gibt. Die Friedenslampen-Initiative, die zum Ziel hat, die keramische Friedenslampe in mehr als 100.000 Kirchen in der ganzen Welt zu bringen, um für den Frieden zu beten, bietet 18 Personen einen Arbeitsplatz in Taipeh. Unter den palästinensischen Christen gibt es auch einige, die es trotz der Schwierigkeiten geschafft haben, ihren Familienbetrieb über Generationen am Leben zu erhalten. Sie bleiben ganz bewusst hier und führen trotz der schwierigen Situation das fort, was ihre Vorfahren begonnen haben. Ich wurde in eine sehr gläubige Familie geboren. Unsere Eltern lehrten uns, stark im Glauben zu stehen. Hier, auf diesem Grund, eröffnete mein Großvater 1927 ein Geschäft nahe der Geburtskirche. Er war die erste Generation im Geschäft. Dann kam mein Vater, die zweite Generation. Und ich bin jetzt die dritte Generation. Ich bin verheiratet und habe ein Kind. Und ich hoffe, dass er die vierte Generation wird, selbst wenn wir hier mit vielen Schwierigkeiten leben. Unter den palästinensischen Christen, die gegangen sind, träumen viele davon, in ihre Heimat zurückzukehren, die ihnen durch die Schaffung des Staates Israel weggenommen wurde. Und manche kommen zurück und bringen Hoffnung mit. Als ich 19 war, entschied ich mich, nach Italien zu gehen, um weiter zu studieren. Aber tief in meinem Inneren fühlte ich den Willen und das Verlangen, in meine Heimat zurückzukehren. Nach Bethlehem, wo ich geboren bin und auch Jesus geboren ist. Ich möchte, dass meine Kinder Arabisch lernen und im Heiligen Land leben und in dieselbe Schule gehen wie ich. Wenn ich zum Checkpoint mit meiner Familie komme, dann können meine Frau und die Kinder durch. Nur ich werde nach einer Erlaubnis gefragt. Ich möchte so gerne meiner Frau den See Genezareth und Nazareth zeigen. Aber wir sind gezwungen, hier zu bleiben. Trotz der Schwierigkeiten.
Trotzdem wir keine Freiheit wie in Italien genießen. Wir wollen noch weiter, noch mehr. Warum? Weil man in 10 Jahren keine Christen mehr hier finden wird, an dem Ort, wo der Herr Jesus geboren wurde. Wir werden ein wenig leiden und Opfer bringen müssen und weitermachen. Das fühle ich tief in meinem Herzen. Ich persönlich möchte Computerprogrammierer werden, damit ich nach dem Abschluss wieder zurückkommen und mein Land aufbauen kann.